In einigen vorherigen Videos in dieser Reihe habe ich euch schon das Grundkonzept von Pointern erklärt und dabei gezeigt, dass Pointer Adressen von Variablen oder auch Arrays speichern. Im Speicher werden aber nicht nur Variablen abgelegt, sondern auch Programmcode, also Anweisungen, die zur Ausführung des von euch geschriebenen Programms auszuführen sind. So, und Funktionen sind nichts anderes als eine Reihe von solchen Anweisungen, die in einem zusammenhängenden Speicherbereich abgelegt sind. Das heißt, Funktionen haben auch Startadressen, die in speziellen Pointern, nämlich in sogenannten Funktionspointern, gespeichert werden können. Und wie das mit diesen Funktionspointern funktioniert, was ihr dabei beachten müsst und wozu ihr Funktionspointer verwenden könnt, das zeige ich euch in diesem Video. Ich starte hier mit einem einfachen Programm, in dem ich zwei Funktionen printHello und printWorld vorbereitet habe, die nur das Wort Hello bzw. World ausgeben. In der Main-Funktion rufe ich diese beiden Funktionen einmal auf, was in der Konsole zu der Ausgabe Hello World in der ersten Zeile führt. Dann gebe ich aber noch die Adressen der beiden Funktionen aus. Die Adresse einer Funktion bekommt ihr über den Funktionsnamen, dem ich hier jeweils noch den Adressoperator vorangestellt habe. Damit seht ihr, dass der Zugriff auf die Adresse einer Funktion im Prinzip genauso erfolgt wie der Zugriff auf die Adresse einer beliebigen Variable. Tatsächlich ist der Adressoperator hier aber überflüssig, denn der Name der Funktion ist gleichbedeutend mit der Startadresse der Funktion, also sozusagen der ersten Anweisung innerhalb der Funktion. Eine wichtige Sache müsst ihr beim Zugriff auf die Adresse der Funktion beachten. Ihr dürft hier hinter den Funktionsnamen keine Klammern schreiben, denn das wäre dann ja der Funktionsaufruf. So, die erste wichtige Sache habt ihr jetzt schon mal verstanden, nämlich, dass die Anweisungen von Funktionen in einem zusammenhängenden Speicherbereich abgelegt werden und ihr über den Funktionsnamen auf die Startadresse dieser Anweisungen zugreifen könnt. Jetzt zeige ich euch, wie ihr diese Adressen in einem Funktionspointer speichern und eine Funktion über den Funktionspointer aufrufen könnt. Zunächst einmal deklariere ich jetzt einen Funktionspointer. Die Syntax für die Deklaration dieses Funktionspointers unterscheidet sich schon von einem normalen Pointer und ist auf den ersten Blick vielleicht etwas verwirrend. Die Syntax erkläre ich jetzt aber Schritt für Schritt. So, hier in der Mitte steht zunächst einmal der Bezeichner des Funktionspointers, nämlich myFunPTR. Das ist ein Bezeichner, den ich frei gewählt habe, so wie ihr für jede Variable einen beliebigen Bezeichner wählen könnt. Dem Bezeichner ist immer dieses Sternchen vorangestellt, womit man angibt, dass es sich bei der Variable um einen Pointer handelt. Der Bezeichner mit dem Sternchen muss dann immer in Klammern angegeben werden. Wenn ihr euch diesen Klammerausdruck jetzt als einen Platzhalter für einen Funktionsnamen vorstellt, dann ähnelt diese Deklaration sehr der Deklaration einer normalen Funktion, bei der ihr links den Datentyp des Rückgabewerts angebt und in den Klammern den Datentyp der Übergabeparameter. Beides ist in diesem Fall void. Ich habe hier also einen Funktionspointer erstellt für Funktionen, die keinen Rückgabewert haben und keine Übergabeparameter aufnehmen. Wie ihr gleich sehen werdet, kann ich diesem Funktionspointer nur Startadressen von solchen Funktionen zuweisen, die eben genau dieser Deklaration entsprechen, die also keine Übergabe- oder Rückgabeparameter haben. So, dieser Funktionspointer ist jetzt deklariert, aber noch nicht initialisiert. Das heißt, die in dem Pointer gespeicherte Adresse hat noch einen undefinierten Wert. Wenn ihr noch nicht wisst, welche Adresse ihr in dem Pointer speichern wollt, weist ihr dem Pointer zunächst sicherheitshalber den Wert null zu, also genau wie bei einem normalen Pointer. So, nachdem ich jetzt also den Funktionspointer deklariert habe, kann ich diesem auch Adressen von Funktionen zuweisen. Also zum Beispiel von der Funktion printHello. Bei dieser Zuweisung gilt wieder das Gleiche wie auch bei der Ausgabe der Adresse der Funktion von gerade. Der Name der Funktion ist gleichbedeutend mit der Startadresse der ersten Anweisung. Der Funktionspointer myFunPTR speichert jetzt also die Startadresse auf die Funktion printHello. Das heißt, jetzt kann ich die Funktion printHello auch über den Funktionspointer myFunPTR aufrufen und das geht so. Durch die hinten angestellten Klammern rufe ich also die Funktion auf die der Funktionspointer myFunPTR zeigt. Und da die Funktion keine Übergabeparameter erwartet, darf ich also in den Klammern auch keine Argumente übergeben. Die Konsolenausgabe zeigt jetzt in der zweiten Zeile nur das Wort Hello, das also ausgegeben wird, weil ich die Funktion printHello über den Funktionspointer aufrufe. Es ist natürlich auch möglich, die in dem Pointer gespeicherte Adresse zu überschreiben, indem ich myFunPTR
die Adresse einer anderen Funktion zuweise, zum Beispiel von PrintWorld. Und anschließend rufe ich wieder über den Funktionspointer die Funktion auf. In der Konsole seht ihr jetzt, dass zweimal die Ausgabe von Hello World kommt. Die erste Ausgabe stammt aus den Zeilen 13 und 14, wo die Funktion PrintHello und PrintWorld direkt aufgerufen werden. Die zweite Ausgabe stammt aus den Zeilen 19 und 22, wo dieselben Funktionen aufgerufen werden, allerdings diesmal über den Funktionspointer. So, bis hierhin tauchen in meinem Beispiel ja nur Funktionen ohne Übergabe- und Rückgabeparameter auf. Das Beispiel möchte ich jetzt aber noch erweitern, indem ich euch zeige, wie ihr Funktionspointer verwendet mit Funktionen, die eben Übergabe- und Rückgabeparameter haben. Und dazu erstelle ich zunächst eine Funktion sum, die zwei Parameter vom Typ double aufnimmt und die Summe dieser Parameter zurückgibt. So, diese Funktion kann ich jetzt nicht dem Funktionspointer myFunPTR zuweisen. Der Grund ist einfach, dass der Typ des Funktionspointers myFunPTR nicht mit dem Typ der Funktion sum übereinstimmt. myFunPTR erwartet nämlich eine Funktion ohne Übergabe- und Rückgabeparameter, während sum eine Funktion ist, die zwei Übergabeparameter und einen Rückgabewert jeweils vom Typ double hat. Was ihr hieraus mitnehmen solltet, ist, dass der Typ des Funktionspointers zum Typ der Funktion passen muss. Das ist nichts Ungewöhnliches, denn das ist bei normalen Pointern genauso. Ihr könnt zum Beispiel auch nicht einem Integer-Pointer die Adresse einer Double-Variablen zuweisen. Ein Funktionspointer, dessen Typ zu der Funktion sum passt, wäre also folgender. Hier deklariere ich einen Funktionspointer arithop, Abkürzung für arithmetische Operation, mit zwei Übergabeparametern vom Typ Double und einem Rückgabeparameter auch vom Typ Double. Und diesen Funktionspointer initialisiere ich direkt, indem ich ihm die Funktion sum zuweise. Der Aufruf der Funktion sum über den Funktionspointer erfolgt jetzt wieder, indem ich den Bezeichner des Funktionspointers angebe, gefolgt von einem Klammerpaar, indem ich die Übergabeparameter für die Funktion angebe. Und das sind hier die Werte 4 und 5. Den Rückgabewert der Funktion lasse ich hier gleich in diesem printf-Statement ausgeben. So, in diesem Beispiel habt ihr also bisher gesehen, wie ihr Funktionspointer deklariert, wie ihr einem Funktionspointer eine Funktion zuweisen könnt und wie ihr dann die Funktion über den Funktionspointer aufrufen könnt. Ziemlich sicher fragt ihr euch jetzt aber, wofür ihr Funktionspointer überhaupt gebrauchen könnt. Bevor ich aber zu einem konkreten Anwendungsbeispiel komme, müsst ihr noch wissen, dass Funktionspointer auch als Übergabeparameter an Funktionen übergeben werden können. Und das möchte ich noch an einem Minimalbeispiel zeigen. Ich schreibe nun eine Funktion printAnyText, die als einzigen Übergabeparameter einen Funktionspointer erhält, der auf eine Funktion verweist, die keine Übergabe- und Rückgabeparameter hat. Der Funktionspointer heißt hier textFun und in printAnyText wird die übergebene Funktion per Funktionspointer aufgerufen. So, ich kann an diese Funktion printAnyText jetzt also jede Funktion übergeben, die keinen Übergabe- und Rückgabeparameter hat. Und das mache ich jetzt aus der Main-Funktion, sinnvollerweise mit den Funktionen printHello und printWorld. So, hier passiert jetzt Folgendes. Zunächst wird die Funktion printAnyText aufgerufen und dabei der Pointer auf die Funktion printHello übergeben. Der Funktionspointer textFun speichert jetzt also die Adresse der Funktion printHello und beim Aufruf der Funktion über den Funktionspointer textFun wird dann entsprechend die Funktion printHello ausgeführt. Und dabei wird also der Text Hello in der Konsole ausgegeben. Das gleiche passiert dann nochmal beim zweiten Aufruf von printAnyText. Allerdings wird jetzt hier der Pointer auf die Funktion printWorld übergeben und entsprechend wird dann also in der zweiten Zeile das Wort World ausgegeben. Okay, jetzt habt ihr auch an diesem einfachen Beispiel gesehen, dass Funktionspointer als Übergabeparameter an Funktionen übergeben werden können. Und genau darin steckt auch der eigentliche Nutzen von Funktionspointern, den ich euch jetzt nochmal an einem neuen Beispiel etwas klarer machen möchte. In diesem kleinen Programm hier deklariere ich zunächst eine Zeichenkette MSG, in die ich den Text Hallo Welt speichere und die in dieser Zeile hier als Originaltext ausgegeben wird. Dann rufe ich die Funktion Modify auf und übergebe an diese Funktion die Zeichenkette und deren Länge, also die Anzahl der Zeichen in dem Text. Die Funktion soll den Text modifizieren und das macht sie wie folgt. In einer Vorschleife wird für jedes Zeichen des Textes überprüft, ob es sich um einen Kleinbuchstaben handelt. Das ist der Fall, wenn der ASCII-Code des Zeichens zwischen 97 und 122 liegt. Und wenn diese Bedingung wahr ist, wird der Kleinbuchstabe in einen Großbuchstaben umgewandelt, indem der ASCII-Code um den Wert 32 reduziert wird.
Der so geänderte Text wird dann hier nochmal ausgegeben. Soweit ist alles okay, aber wer sagt eigentlich, dass die Modifikation des Textes immer ein Wechsel von Klein- in Großbuchstaben sein soll? Eleganter wäre es doch, ich würde die eigentliche Modifikation eines einzelnen Zeichens in einer separaten Funktion definieren und der Funktion Modify dann mitteilen, welche Funktion zur Modifikation des Zeichens genutzt werden soll. Die Funktion zum Wechsel eines Klein- in einen Großbuchstaben könnte also so aussehen. Hier wird geprüft, ob das übergebene Zeichen ein Kleinbuchstabe ist. Wenn ja, wird der ASCII-Code des Zeichens um 32 reduziert und zurückgegeben. Andernfalls wird das Zeichen selber zurückgegeben. So, jetzt muss ich die Funktion Modify noch um einen zusätzlichen Übergabeparameter erweitern, nämlich um den Funktionspointer, über den ich gleich die Funktion toUpper übergebe, die vom Modify genutzt werden soll, um die Veränderung der Buchstaben vorzunehmen. Anstatt also hier selber die Bedingung für eine Veränderung des Buchstabens zu überprüfen und die Modifikation vorzunehmen, wird jetzt einfach die über den Funktionspointer übergebene Funktion aufgerufen. So, das Ganze teste ich jetzt einmal und dazu muss ich beim Funktionsaufruf von Modify hier in der Main-Funktion noch die Funktion toUpper übergeben. So, und dann seht ihr, dass die Zeichenkette eben wieder in Großbuchstaben gewandelt wird. Ich kann die Funktion Modify jetzt aber auch dazu nutzen, den Text in einer anderen Form zu verändern, zum Beispiel indem alle Buchstaben in Kleinbuchstaben verändert werden sollen. Und dazu muss ich diese Veränderung nur in einer neuen Funktion spezifizieren. Und beim Aufruf von Modify muss ich eben die entsprechende Funktion übergeben. Und dann seht ihr, dass der Text nur noch in Kleinbuchstaben dargestellt ist. Wenn ihr etwas kritisch auf diesen Code schaut, könntet ihr entgegnen, dass diese Implementierung mit den Funktionspointern etwas umständlich und auch nicht sonderlich effizient ist. Schließlich durchläuft Modify ja nur alle Zeichen der Zeichenkette und ruft dafür die übergebene Funktion auf. So gesehen könnte man also die Vorschleife in den Funktionen toUpper und toLower durchlaufen und könnte dann auf die Funktion Modify und die Funktionspointer verzichten. Wenn aber der Algorithmus in Modify komplexer wäre als diese einfache Vorschleife und der eigentliche Wechsel des Zeichens nur ein kleiner Teil des Algorithmus wäre, dann würde sich diese Implementierung schon lohnen. Und genau darauf gehe ich dann im nächsten Video in dieser Reihe nochmal ein, am Beispiel eines Sortieralgorithmus, der Elemente in einem Array sortiert. Und dabei kommen nämlich auch wieder Funktionspointer zum Einsatz, über die man dem Sortieralgorithmus das Sortierkriterium in Form einer Funktion übergibt.